Fintech ist ein Technologieunternehmen, das meistens die Aufgabe hat, die Finanzbranche zu erneuern. Und das machen wir hier auch, nur dass wir uns nicht auf die Verbraucherkunden konzentrieren, sondern auf kleine und mittelständische Unternehmen. Die Fairtrade GmbH ist ein digitaler Einkaufsfinanzierer. Das bedeutet konkret, dass wir die Lücke zwischen dem Wareneinkauf und dem Warenverkauf überbrücken. Und das machen wir komplett digital. Das heißt, wir haben eine komplett digitale Antragsstrecke. Wenn ich Kredit gebe in Form von Warenkredit, habe ich auch immer ein Risiko eines Zahlungsausfalls. Und das Wichtigste für diese Unternehmen ist natürlich auch, diese Risiken zu managen oder zu identifizieren. Und ich glaube, das machen die eben ganz gut und besser als manche andere, die gerade an dem Thema am Ende auch schon gescheitert sind. Und das macht mich natürlich extrem glücklich, wenn die Kunden nicht nur gute Bewertungen abgeben, sondern dann auch immer wieder und wieder reinkommen. Als der Gary zu uns kam, da existierte Fairtrade noch nicht sehr lange und sie hatten auch noch kein Geschäft, sondern haben quasi von null gestartet. Dann haben wir zusammen halt versucht, das für die Digitalisierung nutzbar zu machen. Konkret hat uns Graf von Westfalen dabei geholfen, Innovation zu schaffen in Form eines neuen Produktprozesses, was es so in der Form nicht gab.